Was ist die Verbindung zwischen Gas und Herzklopfen? Den meisten Forschern zufolge ist kein physikalischer Zusammenhang zwischen Gas und Herzklopfen bekannt. Es gibt Fälle, in denen Darmgasschmerzen bekanntermaßen so stark schmerzen, dass sie bei einigen Personen zu Schmerzen in der Brust führen. In anderen Fällen können Gas- und Herzklopfen gleichzeitig auftreten, sie hängen jedoch nicht miteinander zusammen. In anderen Fällen kann ein dritter Faktor aus verschiedenen Gründen beide Symptome verursachen. Andere Forscher behaupten, dass die beiden unter bestimmten gesundheitlichen Bedingungen zusammenhängen könnten, aber dies ist nicht üblich. Herzklopfen wird gewöhnlich als ein Flattern beschrieben, das durch ein plötzliches, schnelleres Schlagen des Herzens als gewöhnlich verursacht wird. Dies dauert in der Regel einige Sekunden bis einige Minuten und hängt mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen und Stimulantien zusammen. Gas bezieht sich normalerweise auf eingeschlossenes Darmgas. Es wird durch Verschlucken von zu viel Luft oder durch den Verzehr schwer verdaulicher Lebensmittel verursacht. In den meisten Fällen hängen Gas und Herzklopfen nicht zusammen, obwohl sie gleichzeitig auftreten können. Es gibt bestimmte Situationen, in denen Gas und Herzklopfen häufiger zusammen auftreten. Beispielsweise ist bekannt, dass kohlensäurehaltige Getränke Darmgas verursachen, während Stimulantien zu Herzklopfen führen können. Zu anderen Zeiten treten die beiden wahrscheinlich zusammen aus Zufall oder Pech auf. Einige Untersuchungen zeigen, dass sowohl Gas als auch Herzklopfen mit bestimmten Gesundheitszuständen zusammenhängen können. Diese können chronisches Müdigkeitssyndrom und Hakenwurminfektion einschließen. Diese Zustände verursachen eher Verdauungsstörungen als Herzprobleme. In anderen Fällen können die Gasschmerzen so stark werden, dass sie zu Schmerzen in der Brust führen. Dies geschieht normalerweise, wenn Gas schneller produziert wird, als es ausgestoßen werden kann. Es wird im Magen eingeschlossen und steigt nach oben, wodurch Druck in der Brusthöhle entsteht. Es gibt normalerweise keine Möglichkeit, sicher zu sein, wann Brustschmerzen durch Darmgas verursacht werden, da die Beschwerden manchmal sehr schwerwiegend sein können. Ein anderer Fall, in dem Gas und Herzklopfen auftreten können, ist während der Schwangerschaft. Intestinale Gase und Herzsymptome sind beide bei schwangeren Frauen üblich. Tatsächlich können manche Frauen Symptome haben, die so schwerwiegend sind, dass sie glauben, einen Herzinfarkt zu haben. Dies ist hauptsächlich auf Hormone zurückzuführen, die Veränderungen im Körper verursachen. Diese Probleme verschwinden normalerweise, sobald das Baby zur Welt kommt. Da die meisten Menschen nicht wissen können, ob Brustbeschwerden durch Gas oder etwas anderes verursacht werden, ist es wichtig, dass ein Arzt konsultiert wird. Obwohl die meisten Brustschmerzen nicht durch einen Herzinfarkt verursacht werden, ist dies insbesondere für Personen über 35 Jahre möglich.